Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück in der Mech Arena. Heute auf der Stätte 3-1-3. Und wie ihr seht, starten wir direkt rein in die erste Runde. Und die bespielen wir von und auf der linken Seite von dieser Erhöhung von der Plattform aus, die sich hervorragend für Killshot und die Missile Rack eignet. Ihr müsst dabei nur ein Stück weit darauf achten, dass ihr nicht von rechts überrannt werdet. Also immer ein Auge links oben auf die Minimap, ein Auge so ein bisschen nach rechts sind da rote Pfeile unterwegs und dann so viele Kills wie möglich mitnehmen. Wenn man die Mitte eingenommen hat, dann bietet sich hier durchaus ein Panther an. Mit Schild können wir dann nämlich die ersten Sekunden gut überleben, ein bisschen Schaden austeilen und dann hoch auf unseren Lieblingsspot die Erhöhung, die Empore nenne ich sie mal, und von da aus immer schön mit den Boxen spielen, schauen, wann die Gegner sich raustrauen. Ne? Und dann natürlich auch ein wenig nach vorne hin mitarbeiten und unterstützen. Nur nicht unbedingt zu gierig werden. Ja? Dann kann man da ganz souverän die Mitte auch verteidigen. Ja? Das jetzt mal so zum Gameplay von der linken Seite aus. Wir können das Ganze auch etwas aggressiver gestalten, beispielsweise indem wir da direkt einen ersten Flank-Salvenschuss rausballern. Mit dem Kollegen Just gehen wir jetzt nämlich etwas weiter und etwas aggressiver nach vorne, denn wir wollen ja nicht immer nur hinten stehen. Ja? Das funktioniert ähnlich gut auch wieder mit einem Killshot, der bringt ordentlich viel Schaden mit. Ja? Am besten hier in unserem Fall, wir sind zu zweit, ein bisschen Absprache treffen, ne? Und dann müssen wir natürlich sehr, sehr genau auch auf die Spawnmöglichkeiten unserer Gegner achten. Dürfen nicht zu nah dran stehen, damit wir nicht direkt von C4 oder Guardian mit ihren starken Fähigkeiten außer Gefecht gesetzt werden. Und dann hilft natürlich, wie gesagt, gute Zusammenarbeit. Ja, auch die liebe Shana kommt mit nach vorne. Nicht zu gierig werden. Schön absprechen. Und dann 1, 2 und rein da. Genau. Ordentlich Damage verursachen und dann aber auch immer wieder zurückziehen. Ja. In dieser Runde war das dann sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. Denn, wie ihr seht, wir laufen hier am Ende nur noch mit 200 bzw. 100 Leben rum, sind aber immer noch im ersten Mech, haben alle Kontrollpunkte eingenommen und, ja, was soll ich sagen, fürs Treppchen hat es am Ende auch gereicht. Ne? So, was können wir noch machen? Wir können natürlich auch das Flankierspiel ein Stück weit von der anderen Seite aus machen. Ja? Das heißt, wenn der Gegner durch die Mitte hoch reinläuft in die Map, dann bietet sich das auch dort an, dass wir ordentlich Schaden machen. Ja? So viel zu dem Schild vom Panther bzw. der Barriere. Ja? Wenn ihr flankieren wollt, sei es jetzt in Richtung gegnerischer Base oder in die Mitte, nutzt auch da bitte unbedingt die Kisten, die Barrieren, die kleinen Poller, nennen wir sie mal, ja, versteckt euch gut. Und auch hier wieder der Hinweis, egal ob links, rechts oder von der Mitte aus, achtet unbedingt auf eure Umgebung, ja. Und dann, wenn ihr, so wie ich, zittrige Finger habt und unbedingt noch ein paar Kills mehr mitnehmen wollt, dann unbedingt mitnehmen, aber auch wieder zurückziehen, ja. Schön wieder hinter die Boxen, die Waffen nachladen lassen und dann mit einem ordentlichen Dash nochmal einen Kill mitnehmen, ja. Wir waren jetzt heute sehr Killshot und Panther-lastig. Zum einen, weil ich diese beiden Mechs und auch mit den Loadouts, mit denen ich sie hier gespielt habe, sehr gut finde für die Map. Zum anderen aber auch, weil ich die Mechs generell sehr, sehr schön und gut finde. Wie waren eure ersten Matches auf der Stätte 3-1-3? Eine der zwei neuen Karten. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüsschen und bis bald, ihr Lieben. Macht's gut, euer Seldi.